Ahoi, ahoi oder moin, moin. Willkommen zurück, ihr Landratten. Wir spielen weiter hier Kings of Sea. Und unsere nächste Aufgabe ist es praktischerweise. Unsere nächste Aufgabe ist es, ein größeres Schiff zu bekommen. Dafür brauchen wir aber Gold. Und zwar ziemlich viel Gold. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, mal Nebenquests zu machen. Und wir gucken mal hier, ob es da welche gibt. Wir können hier natürlich ein bisschen die Crew anheulen, aber meine Crew ist voll. Bei der Anschlagtafel, was gibt es denn da? Oh, guck mal, wir müssen oben gucken. Queststufe 14. Gouverneur Arthur benötigt dabei Hilfe, sein Schiff durch gefährliches Gewässer zu geleiten. Beharrlichkeit. Es ist Zeit für eine Fahrt zum Kartografen. Es gibt eine dringende Lieferung von Gouverneur Martha. Das machen wir doch. So. Schauen Sie mal an. Kapitän, ich habe eine Mission für dich. Würdest du bitte diesen Brief zum Kartografen bringen? Ich bombardiere ihn seit Tagen mit Nachrichten und habe noch immer keine Antwort bekommen. Natürlich machen wir das. So, die nehmen wir mit. Bankjob, was ist da? Philipp, der Banker, braucht einen echten Piraten, der ihm dabei hilft, ein Handelsschiff zu versenken. Das nehmen wir auch mit. Gucken, was er sagt zu uns. Willkommen zurück, Kapitän. Die hören sich alle gleich an, ne? Ich lasse das, glaube ich, mit der Stimmverstellung. Das ist auch irgendwie Quatsch. Wir haben ein Handelsschiff ohne Begleitung gesichtet. Du hilfst uns bei unserer Arbeit und wir bewahren deine Items ohne zusätzliche Kosten sicher für dich auf. Wir machen. Ich würde das hier auch mal starten, obwohl wir das hinkriegen. Da steht drin, dass es sehr schwer ist. Wir versuchen es trotzdem mal. Bringst du mich auf die Insel in der Nähe? Ich habe gehört, das Essen ist das Beste der sieben Meere. Mein Schiff und ich sind bereit zur Abfahrt. So. Du Tischler, musst du was reparieren? Nee. Dann gehen wir raus. Du hast eine ganze Menge Quests in der Logbuch gesammelt. Wähle im Menü, welche du annehmen möchtest. Pass auf. Jetzt können wir gucken, welche wir nehmen. Wir können ja die Hauptquest eh nicht nehmen. Deswegen lass uns die Nebenquest nehmen. Sollen wir das mit einem schweren, das mit einem beschütztes Leitschiff? Das sieht natürlich hardcore aus, wir probieren es trotzdem mal. Los geht's. Oh. Ist doch die Frage, wo er hin soll. Aber dann müssen wir auf die Karte gucken. Oh, das ist ein ganz schönes Stückchen. Wir gucken, ob wir es schaffen. Aber ich bin guter Dinge. Mit halber Fahrt hier, beziehungsweise durch zwei Flaggen, um einfach zu sehen, ob es da irgendwas gibt. Ich sehe gerade, das können wir mal kurz gucken, ich sehe gerade, dass wir einen Talentpunkt noch haben. Wir haben sogar zwei. Also, was wollen wir machen? Wir können machen, Schaden durch Fähigkeit erhöht, aber wir können auch hier, ne? Die Navigationsgeschwindigkeit erhöht sich. Ich finde es ganz gut, noch schneller fahren zu können, aber ich finde es auch gut, dass die Kanonen ein bisschen doller sind. Was ist das denn hier? Reduziert die Abklingzeit von Kanonen? Tagsüber regeneriert sich ein Prozent des Rundes. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das machen wir mal. Kann sich ruhig noch mehr. Ah, machen wir schon. So. Gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal, was das taugt. Weil ich glaube, so eine Abklingzeit macht schon Sinn, wenn die kürzer ist. Gerade so bei Gefechten. Wir müssen, glaube ich, da längs. Oder wo müssen wir längs? Können wir da unten durch? Mal kurz gucken. Ah, wir können auch durch, ne? Gut. Ich mache eine kleine Umsegelung hier, damit wir nicht so viele Schiffe am Heck haben. Also, das Flottenschiff folgt uns noch. Wir werden garantiert angegriffen, weil wir durch gefährliche Gewässer eiern. Aber ich bin guter Dinge. So, hier können wir noch einsammeln, wenn wir schon hier sind. Vielleicht bekommen wir ja nochmal einen besseren Kompass. Dann könnte man theoretisch, müssten sie das X einfach nur in die Richtung zeigen. Weil ich finde, so ist es schon irritierend. Man weiß natürlich, klar, weiß ich, als Navigator weiß man, so muss Richtung Süden. Aber trotzdem wäre es doch schön zu wissen, ungefähr immer, so wenn ich mich ein bisschen drehe, dass das immer so ein bisschen zeigt, in welche Richtung ich weiter mich positionieren muss, um zum Kreuz zu kommen. Aber egal. Hm.
Und hier können wir auch durchfahren, dann werden wir lieber nicht angegriffen. Das ist schon mal gut. Oh, wir kommen recht gut durch gerade, sehe ich. Also nicht zum Hafen, am Hafen vorbei. Dann sehen wir der Dinge, die uns noch dort, auf uns zukommen. Einige sind aber verdammt schnell hier, Boote, ne? Aber ein neues Boot ist schon nicht. Wir brauchen 20.000 Golddublonen, was wirklich sehr viel Asche ist, wenn man überlegt. Denn wir haben fast gar nichts. Was haben wir jetzt? 3.000? 4.000, also wir haben ein Viertel davon ungefähr. Das ist nicht gerade viel. Also entweder erwartet uns unten gleich beim Kreuz sehr viel an Gegenwind, wollte ich gerade sagen, an anderen Schiffen, weil bis jetzt ist die Quest dafür, dass ich drei rote Papageien hatte, wo ich davon ausgehe, dass das der Schwierigkeitsgrad ist. Grün wird wahrscheinlich leicht sein, gelb ein bisschen schwieriger und rot richtig schwer. Ist es ja nicht wirklich schwer. Bis jetzt. Ja, sind auch schon fast da, also relativ gut durchgekommen. Herrliche Fahrt, beschütze das Begleitschiff. Das ist doch das Begleitschiff, oder? Anscheinend, das begleitet mich ja. Und gleich da. Oder es passiert direkt hier am Kreuz was. Kann natürlich auch sein. Ja, das glaube ich nicht. Da kommt ein Vorratsschiff. Das wird uns ja nicht angreifen. Ein Kriegsschiff, das wird uns auch nicht angreifen, denn das ist ja ein Flottenschiff, was wir haben. Also, für mich sieht es so aus, als ob wir den Auftrag sehr fein erledigt haben. Schau es euch an. Endlich kann ich was essen, ohne dass mich meine Frau ständig an meine Diät erinnert. Diese Freiheit ist unbezahlbar. Ich meine, das ist schon krass, ne? Was wir dafür bekommen haben? Okay, dann lass uns mal ganz kurz unser Schiff angucken. So, wir haben ja hier... warte, da. Wo waren denn die Kugeln? Da, ne? Ne, da. Optimierte Abrundkugeln. Wir haben Morastkugeln. Wir nehmen die optimierten Abrundkugeln. Die klingt ziemlich abgefahren. Und dann machen wir mehr Schaden. So, perfekt. Haben wir noch mehr, was wir ausrüsten können eigentlich? Mal kurz gucken. Hm. Wir haben Plündern. Und hier haben wir die Piratenflagge einholen. Finde ich ganz gut bis jetzt. Kann uns immer zwischendurch mal ein bisschen das Leben retten. Auch. Ja, da können wir auch mal tauschen. Sehr gut. Oh, das war's. So, gucken wir uns die nächste Quest an, die wir haben. Wir haben noch Beharrlichkeit. Okay, fahren wir zum Kartografen, weil wir eh schon hier unten sind. Das sollte möglich sein. Der Kartograf. Okay, hier unten ist er doch nicht. Da oben, na gut. Macht uns aber auch nichts aus. Da eiern wir hoch. Zwischendurch können wir vielleicht irgendwas erledigen hier. Mal schauen. Uns fehlt ja auch nicht mehr viel, um ein Level aufzusteigen. Und richtig viel Gold haben wir jetzt auch nicht gemacht dadurch. Ne? Jetzt haben wir 6.000. Klingt zwar im ersten Moment recht viel, aber ist eigentlich... Ja, fast gar nichts. So. Oh, warte mal, hier. Da können wir gucken, ob wir da was... Ob wir da noch was bekommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das Schiff so in sich hat, wenn wir es plündern können. Oh, man hört die Schüsse gar nicht. Sehr gut. Ja, ein bisschen Gold gab es auch. Das ist krass, man hört keine anderen Geräusche, weil diese Möwen einfach so laut kreischen. So. Getroffen.
Büschen hier irgendwie Dinge rein. Ein bisschen schneller? Ein bisschen langsamer. Sehr gut geschützt, das Schiff da, kann das sein? Huch, haben wir gerammt, das wollte ich eigentlich nicht. Was ist da denn los? Na? So, versenkt. Schuld. Traust du dich oder was? Es dreist du dich nicht. Wir wollen uns die sammeln, wir Sachen noch ein. Ein bisschen die Segel beschädigt, war nicht so schlimm. So, wo müssen wir denn hin überhaupt? Das ist noch gar nicht mehr so weit. Das andere Schiff hätten wir eigentlich auch ganz gut nehmen können, aber egal. Ah, wird immer besser mit dem Erobern und Plündern und... Ah, Plündern könnte ich... Ah, Plündern habe ich jetzt eingestellt. Das macht doch nichts. Was ist das denn für eine schnelle Frikadelle da? Ein Plünderschiff. Oh, da ist er ja schon. Gucken, was der Kartograf uns zu sagen hat, beziehungsweise ob er sich freut über die Nachricht. Oder warum man sagen kann, warum er sich nicht meldet bei der Gouverneurin. Was ist das? Oh nein, noch ein Brief von Gouverneur Martha. Das kann ich tun. Sie will etwas über die Karten wissen, was sie bestellt hat, aber ich habe sie verloren. Ich frage mich, wo sie hingegeben habe. Ich stelle mich einfach tot. Vielleicht eine dumme Idee. Naja, was bekommt wir Kohle dafür? Fracht ist voll, ja. Okay, wir müssen ein bisschen frachtlos werden, müssen ein bisschen was verkaufen. Machen wir im nächsten Hafen. Ach, dann können wir noch kurz gucken bei der Quest, wie die war. Die nächste Nebenquest. Logbuch. Dort. The Bank Job. Gut. Okay, ist gar nicht so weit weg. Da können wir einmal rumfahren. Sehr gut. Wir können es auch gleich mal reparieren lassen. Und vielleicht ein bisschen mehr Besatzung noch einfordern. Das Patrouillenschiff. Wir wollen jetzt nicht angegriffen werden, deswegen machen wir einfach mal unter weißer Flagge. Das ist eigentlich eine geile Sache mit dem einfach mal die Piratenflagge zu verstecken. Obwohl es natürlich Quatsch, das könnte natürlich eigentlich jedes Schiff machen, ne? Also egal. So. Das ist das Händlerschiff wahrscheinlich, ne? Was wir platt machen sollen. Okay. Drehen wir kurz bei und folgen dem unauffällig. Hey! Du hast nichts gemacht. Fahr doch einfach los. Das ist auch das Händlerschiff, ne? Genau. Muss doch mal weg da. Warum segelt das nur hier rum? Das ist natürlich nervig. Na gut, wenn es hier eh schon ist, dann können wir auch gleich mal kurz runtersegeln zum... Dann machen wir es gleich fertig, wenn wir einmal hier... So, wir heilen uns noch einmal kurz vor. Oh, komm schon. So. Das kriegen wir hin. Einmal reparieren bitte. 604 Gold, das ist natürlich viel. Natürlich zu Hause mal gerne umsonst machen. Wir müssen aber auf jeden Fall auf den Markt gehen und was verkaufen. Also. 50 Hähnchenkeulen. So. Hier kriegen wir nicht so viel Geld dafür, aber ich verkaufe die trotzdem mal. Weil unser Lager voll ist. Und wir haben 1 Million Bretter. Ein bisschen was losgeworden.
Müssen aber auch noch mal die Kneipe ein paar Leute anheuern. Und wir nehmen gleich hier noch die Quests an. Schauen wir mal. Mein Haus ist immer noch voll mit diesem Schrott, dieser Idioten. Hilf mir dabei, mir das Zeug zurückzuschicken. Liebling, Stück für Stück. Immer nur ein Paket, damit es schön lang leidet. Na super. Sushi-Traum. Oster. Gouverneurin Sophie braucht einen verlässlichen Kapitän, um ein Kochbuch zu liefern. Kriegen wir hin. Sophie, meine Cousine, will wissen, wie man Sushi macht. Die träumt davon, ein Restaurant zu öffnen, aber weißt du was? Sie hört nicht auf zu kochen und bittet mich ständig, ihr höchstes Essen zu kosten. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe ein Kochbuch gekauft. Vielleicht kocht sie etwas ordentlich, wenn sie es liest. Würdest du es ihr bringen? Oh, geile Aufträge, ne? Karten und Blumen. Es ist Zeit für eine Fahrt zum Kartografen. Es gibt eine dringende Lieferung von Zack, dem Tischler. Nehmen wir auch mit. Haben wir alles so mehr auf dem Weg, so halbwegs. Was am Hals hier? Was trinken? Kapitän, ich brauche eine Hilfe. Deine Hilfe. Ich hatte einen Streit mit Stacy schon wieder und sie redet nicht mehr mit mir. Ich bin ein gebrochener Mann. Ihre Schwester sagte mir, dass sie zum Kartografen ging, um ein paar Karten zu kaufen. Bitte, sie mir zu verzeihen. Binde sie und bringe sie diesen Strauß Petunien, ihre Lieblingsblumen. Kriegen wir hin. So. Wir haben jetzt auch noch die andere, die wir machen müssen. So, da ist es. Wir fahren ihm jetzt hinterher. Und wir müssen das versenken. Das ist schnell, aber wir sind auch schnell. Wir loggen uns weiter aufs offene Meer raus. Oh, das ging daneben. Oh, er hat uns hingetroffen. Das macht aber nichts. Wir werden ihn jetzt beidrehen und dort treffen. Andere Seite. Ach, was mache ich denn? Falschen Knopf gedrückt, echt. So. Nein! Okay, warte. Wir kommen von hinten. Nach vorne vor. Oh, das war ein Volltreffer. Das aber auch. So, geschafft. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Kapitän. Wir haben dir die Belohnung für deine Hilfe zukommen lassen. Sehr gut. Danke. So. Dann sammeln wir das mal ein und dann gucken, was wir noch machen können. So, gucken wir mal Logbuch. Machen wir von dem Quest. Das ist so, wenn man von der Xbox kommt, dann ist natürlich A und B immer vertauscht. Und das ist natürlich immer so, deswegen gehe ich immer wieder raus. Total bescheuert. Okay, machen wir das jetzt. Okay, müssen wir runter. Das kriegen wir hin. Einmal beidrehen. Unsere Segel sind so ein bisschen ramponiert. Ein bisschen mehr als ramponiert, aber wir können ja kurz mal anhalten und das vielleicht reparieren. Ich weiß nicht, wie viele Reparaturkits ich habe. Testen mal. Okay, war nicht mehr so viel. Müssen wir ein paar besorgen. Lass uns erstmal dahin fahren. Oder brauchen wir einige Reparaturkits, wie ich sehe? Naja, ist auch nicht so dramatisch. Ist nicht so weit weg, ne? Vielleicht sollten wir den Kartografen nochmal aufsuchen hier. Nein! Oh. Verarscht er mich. Blödes Teil, ey. Gut. Wir holen uns trotzdem mal die Karte hier. Was will er haben? 2000 Euro? Oh, da haben wir ein bisschen Gold. 3000 Euro vor allen Dingen.
raus. So, unser Schiff ist nicht mehr ganz so das stabilste. Was uns aber auch nicht so viel ausmacht. Bis dahin sollten wir es noch schaffen. Unsere Crew ist auch nicht mehr so die super Crew. Deswegen ist es auch so langsam, weil erstmal sind unsere Segelschrott und wir haben natürlich viele hier das Boot steuern. Unser Schiff hat auch ein bisschen gelitten. Egal. Was tut man nicht alles für ein neues Schiff? Super, super. Es tut mir auch leid, dass ich mich hier zwischendurch mal räuspern muss, aber ich habe mir da irgendwas im Hals verfangen, was sehr nervig ist. Mal gucken, was drin ist. Nehmen wir alles mit, was wir finden. Guck mal, Reparaturkits, nicht verkehrt. Zwar nur 4 Stück. Aber wenn man dafür nichts zahlen muss, ist es umso besser. Da freue ich mich. Oh, wir müssen hier rüber. Euch sammeln wir noch auf. Gleich wieder 9 Leute mehr. Und da müssen wir hin. Ja. Ich werde Kate nie vergessen. Sie hat mir das Lächeln aus dem Gesicht gerissen, wie der Wind die Segel zerfetzt. Diese Frau ist so falsch wie das Muttermal für ihr Gesicht, aber ich kann nicht anders, als ihre Geschenke anzunehmen. Danke, Kapitän. Bitte. So, und wenn wir schon hier sind, nehmen wir gleich die Quest hier drin auch an. Und wir müssen auf jeden Fall unser Tischler einmal reparieren hier für 1100, aber es macht nichts. Wir haben schon 10.000 zusammen. Gut, dann zahlen wir nochmal kurz das. Und wir schauen mal. Unser Inventar hat ja auch nochmal was, was wir loswerden können. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Okay, wir verkaufen jetzt einfach den Rest hier. Da machen wir auch nochmal Gewinn mit. So. Obwohl es vielleicht gar nicht so Sinn macht, das alles zu verkaufen. Denn wir wollen ja auch unser anderes Schiff ja auch mal wieder vielleicht ausrüsten danach. Deswegen verkaufen wir nicht alles. Aber wir gucken, ob wir noch irgendwas Gutes bekommen. Ja, ist auch nichts Weltbewegendes. Also ein paar Sachen können wir verkaufen, denn das hier brauchen wir wirklich nicht. Die lassen wir mal drin für das andere Boot. Die auch. Die auch. Gut. 13.000 haben wir. Mal zum Kneipe gehen. Wir füllen mal kurz unsere Crew auf. Und wir gucken da. Also, wohlverdiente Pause. Geisterkapitän Dave braucht einen echten Piraten, der ihm dabei hilft, ein Schiff der Königin Marine zu versenken. Der Nachthimmel dient als Kulisse für seine Rache. Gehen wir mit. Gucken wir uns das mal an. Jemand hat mich aufgeweckt. Mein Gold wurde gestohlen und an hunderte Kapitäne der Königlichen Meere Marine verteilt. Ich habe noch einen von denen gefunden. Bitte macht, dass er bezahlt. Dunkelheit ist perfekt für meine Rache. Na gut. Matrose George braucht einen verlässlichen Kapitän, um einige Karten zu liefern. Aber hey Kapitän, wir haben noch immer ein Geschäft im Königlichen Marine offen. Ihre aktualisierten Routen sind auf diesen Karten. Bringen Sie den Kartografen und machen eine Kopie für deine Piratenfreunde. Oh, cool. Der ist mehr von Tokio. Guck mal rein. Du brauchst gar nicht durchlesen, weil ihr seht es ja denn.
Der König, die königliche Marine richtet meine Stadt zugrunde. Sie kippen all den Rum und lassen nicht einmal ein Trinkgeld da. Versenke alle ihre Truppen, Transportschiffe. Ich halte sie nicht mehr davor aus. Ich halte sie nicht mehr aus, okay. So, wir haben jetzt ein paar Questen. Wir werden jetzt einfach eine nehmen, die mit dem Kartografen zu tun hat. Weil da sind ja einige gewesen bei unserer Nebenquest, glaube ich. Da, nehmen wir die erstmal. Ach, der ist immer woanders, der Kartograf. Das ist ja ein bisschen nervig. Na, egal. Ich dachte, der wäre immer in seiner gleichen Position. Aber das ist anscheinend gar nicht. Das neue Schiff schneller ist, also wendiger ist es ja anscheinend nicht, aber vielleicht ist es ja schneller. Man hat ja auch ein paar mehr Kanonen, weil wenn man nur mit 3 Kanonen zu schießen, ist es ein bisschen dürr. Da kann man mal die Kanonen einstellen, die man benutzen will. So. Blöder Typ. Ich fahre jetzt mal weiter. Ich muss den nicht unbedingt besiegen. Wenn der mich noch einholt, dann besiegen wir ihn, sonst nicht. Ja, seht ihr. Diese Fässer überall, ne? Die sind natürlich ganz cool. Wenn man direkt da ein Boot versenkt, dann gibt es natürlich einen immensen Schaden. Haben wir in der letzten Folge ja gesehen. Was ziemlich cool ist. Jo, was geht's hier hoch? Also bei ihm müssen wir die Karte auch nochmal kaufen. Wir kaufen von allen Kartografen die Karten, ist ja klar. Wir wollen ja wissen, wie es auf dem Meer zugeht und welche Inseln es gibt. Oh. Kommen wir da durch, ohne angegriffen zu werden? Ja. Hoch. Da ist er. Gut. Ah, sitzt auch am entwickelsten Ecke da. Na gut. Und wer bist du? Sag nicht, dass diese Blumen von Zerg sind. Was für ein Idiot. Ich habe ihnen 1000-mal gesagt, dass meine Lieblingsblumen Narzissen sind. Er besteht drauf, mir diese grausigen Petunien zu geben. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ärgerlich, aber... Das ist unsere Kohle. Frachtvoll mal wieder. Okay, brauchen wir das andere Schiff. Aber trotzdem nehmen wir die nächste Quest an. Achso, warte, das können wir auch noch machen. Unsere Talente verteilen. Okay, warte. Wir machen da mal höher und da mal höher. So. Ich bin da und ich muss da hin. Okay. Das ist ja mal gar nicht so in der Nähe. Egal. Schauen wir mal, ob wir unterwegs irgendwas erledigen können hier. Verfluchte Atlantis-Kanonen. Was ist denn das? Was sind Atlantis-Kanonen? Die können wir mal einsetzen. Oh, perfekt. In die Richtung müssen wir ungefähr. Sushi Town, bringe das Paket nach Whale Hunter. Whale Hunter ganz da unten?
Okay, wir haben noch keine. Wir müssen gucken, ob wir noch zwei, drei Kartograf-Stationen finden, wenn wir schon auf dem Weg dahin sind. Und denn, das ist ganz schön leer, unser Kartendings. Ich glaube, ich werde jeden, den ich jetzt auf der Route sehe, steuern wir direkt an. Oder ich sehe bloß keine. So sind natürlich überhaupt keine. Aber. Ach Mist. So weit ist es gar nicht weg. Da ist einer. Den steuern wir an. Gucken, was das kostet. 2000, na gut, kaufen wir. Sollen wir machen. Wir müssen die Karte ja aufdecken nach und nach. Und anders kann man sich auch nicht besser, also kann man sich auch besser orientieren, ne? So, Karte. Man sieht nicht wirklich viel, wenn man sieht, aber der Kartograf ist anscheinend hier alle 50 Meter, würde ich gerade sagen. Und einsammeln hier. Wenn hier schon Fracht rumflattert, dann sammeln wir auch direkt ein. Ja, scheiße, die Fracht ist voll, das ist recht. Müssen wir nochmal gucken, dass wir noch einen Hartmann steuern können, der da kommt. Muss ja einer kommen. Gut für uns. Andere Seite beidrehen kurz. So. Können nicht so viel einsammeln, denn unsere Fracht ist ja voll. So, weiter geht's. Die sind die Osterinseln. Die kleinen Männchen da drauf. Ja gut. Da ist auch ein X. Das bedeutet, hier ist irgendwo ein Schatz. Ja, muss man von der anderen Seite kommen, okay. Gucken wir uns den Schatz mal an, oder? Wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Das Schätzchen mit. Haben zwar keine. Vielleicht kann man den auch nur mit Karten finden, das weiß ich natürlich nicht. So. Ach voll, ach Mann, stimmt. Das ist natürlich dumm von mir. Das müssen wir gucken, dass wir das irgendwie nochmal hinkriegen. Also mit dem Schiff können wir auch nicht so viel reißen irgendwie. Und irgendwie ein Handelshafen. Da können wir nicht hin, das ist ja der Hafen von meinem Vater da oben. Beziehungsweise Ex-Vater, Totenvater. Und da können wir nicht einfach anlegen, wenn die Leute sich auch wundern. Das Kartograf nehmen wir mit. Ah Mann, warum? Ich mache es immer wieder, ich weiß auch, dass die Fracht voll ist. Dumm. Zum Kartografen müssen wir trotzdem. Abgefahrene Geräusche macht der Kartograf da immer. Ja, so schmindet natürlich das Geld für unser Schiff, aber die Karten brauchen wir ja. Ja. Natürlich könnte ich auch die Waren immer an den Häfen verkaufen, wo man am meisten Profit macht.
Aber das ist natürlich auch umständlich, ne? Ich weiß auch, und dafür finde ich der Profit noch nicht hoch genug. Kommt vielleicht mit anderen Waren, wer weiß. Will er unsere Klinge spielen? Nein. Keine Zeit für den Kampf. Tut mir leid. Nee, keine Zeit für den Kampf. Das geht wirklich jetzt nicht. Da musst du warten. Kann ich ihn hier einsammeln? Fahr trotzdem rüber. Ja, gleich sind wir auch da. Das ist gut. Da ist ein Hafen. Vielleicht mal den mal kurz ansteuern. Den steuern wir kurz an. Dann können wir die ganze Fracht auch mal loswerden. Und wir können neue Quests holen hier. Yay, 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 yay. So, der Tischler, der will 68 und kriegt er. Dann gucken wir, was wir hier, was wir haben hier. Das wollen wir gar nicht, wir gehen zum Markt. Die Reparaturkits behalten wir auf jeden Fall immer. Ah, hier. Ich kaufe jetzt alles hier. Auch alles weg. Ich kann ja nichts mehr aufnehmen, ist auch blöd. So, mehr haben wir auch nicht, ne? Nee. Das ist doch gut. Jetzt in die Kneipe gehen. Kuh haben wir voll, Anschlagtafel. Bankrott! So, gucken wir mal an. Nett, Matrose sind drin. Mein Kumpel, meine Kumpels sind so faul, sie überlassen mir den ganzen Papierkram, während sie in der Kneipe feiern gehen. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Versenke alle Kriegsschiffe der Königsmarine, die du siehst. Ha, haben wir keine Lektion. Mal sehen, wer als letzter lacht, wenn ihr Gold am Meeresgrund landet. Das ist mal ein netter Kamerad, den möchte man haben in seiner Truppe. Der Kartograf. Der ist überall, kann das sein? Ich gehe nicht oft in die Stadt, aber während meines letzten Besuchs sah ich eine Frau und ich verliebte mich Hals über Kopf in sie. Mein einziger Wunsch ist, sie glücklich zu machen. Hilf mir dabei, ihr Süßigkeiten zu bringen, aber sag ihr nicht, dass sie von mir sind. Ja, super. Das ist der beste Anmachen, wenn man nicht weiß, wo es herkommt. Finden die Frauen super. Die Königin Marine schießt über das Ziel hinaus. Die Zinsen der Bank, die sie einsteifen, sind so hoch, dass nichts übrig bleibt. Ein Kapitän deines Kalibers kann sich ja helfen. Ich habe ein paar Schatzschiffe in der Gegend gesehen. Versenke sie und Gnade, dann wird die Sammlung der Königin Marine sicher einen schweren Schlag erleiden. Machen wir. Oh, das ist ein schwerer. Ein Geisterschiff wurde in diesen Gewässern gesichtet. Es ersetzt meine Handelsschiffe in Schränken und greift sie an. Als Gouverneurin der Stadt bitte ich dich, sie zu beenden. Das zu beenden. Das Geisterschiff taucht nur in der Nacht auf. Schön. Mann, Mann, Mann. Haben wir einige, ne? So, jetzt machen wir erstmal die Sushi-Quest fertig. Hier wollte ich mal ganz kurz gucken, denn wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt. Da gibt es auch ordentlich Schutz, aber weniger Schaden. Und dann sehen wir, was es Sinn macht. Mehr Schaden, mehr Schutz, das sind nur so Sachen. Da, auf jeden Fall. Magische gibt uns mehr Schutz und auch mehr Angriff, aber die ist noch besser. Weniger gegen, das macht aber nichts. Nehmen wir auch die Segel mal hier. Geht zwar ein bisschen was von dem runter, aber wir haben ja genug eigentlich aufgeballert. Und wir haben auch ein paar Talente noch, ne? Oder einen haben wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, den setzen wir mal auf Geschwindigkeit. So. Oh, die Segel lila sind auch schick. Muss ich ja mal sagen. Schicke Segel. Na, gucken hier. Schaut das wunderschöne Schiff an. Eine Spinne drauf. Die Spider-Man-Segel sind das. So.
der anderen Seite ist das okay. Gehen wir da mal hin. Da ist Whale Hunter. Auch da können wir wieder ein paar Quests mitnehmen. Das heißt, wir werden eigentlich ein bisschen erschlagen von Quests gerade, was natürlich ziemlich cool ist auch. Aber auch irgendwie nervig. Cooler wäre es, wenn ich die Quests immer so ziemlich schnell auf einmal sehen könnte. Und zwar auf der Karte, dann kann man die besser abgreifen. So ist es echt blöd gemacht. Mal ranklicken, damit wir die auf der Karte sehen. Für mich? Wow, ein Kochbuch. Jetzt kann ich bei der Zubereitung von Sushi noch besser werden. Wie aufmerksam von meiner Cousine. Ja, du wüsstest, was dahinter steckt. Sehr gut, sehr gut. Gut, gehen wir weiter. Okay, wir gehen trotzdem mal hier rein. Denn wir wollen ja auch wissen, wie es hier aussieht. Hat er irgendwas hier im Laden, was wir brauchen können? Das ist zu teuer. Wir können gerade nichts anderes kaufen, denn wir müssen was fürs Boot sparen. Und da brauchen wir jedes Gold, was wir haben. So, gucken wir mal den Kuchen an hier. Hallo, Kapitän. Ich habe die Tageseinnahmen bei mir, aber ich möchte sie nicht der Königin Marina anvertrauen. Könntest du sie mir für mich zur Bank bringen? Selbstverständlich bekommst du einen Anteil. Dem vertraue ich doch. Toll, ein paar Stück Postbote. Oh, dass ich mir helfen könnte. Der neue Postbote hat wieder etwas vermurkst. Ich weiß, er ist neu, aber genug ist genug. Und dieses Paket gehört dem Bankier auf der benachbarten Insel. Bring es ihm und wollen wir hoffen, dass es das letzte Mal ist. Ich bin dafür zu beschäftigt. Klar, du trinkst auch Wein. Für den Spuckwettbewerb. Auf Mealy Island. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Mealy Island war. Endlich, Herr Kapitän, der einer wichtigen Mission würdig ist. Meine Schiffe sind alle unterwegs und du musst für mich diese Tasche voller Gold zum Kartografen bringen. Ist ein Wochenlohn. Dank seiner Karten haben wir unser Geschäft um 200% gesteigert. Richte ihm seinen Dank aus. So, jetzt habe ich es aber rausgekriegt, wie wir das doch hinkriegen. Jetzt gehen wir nämlich hier raus. Sehe ich jetzt gerade. Wenn ich hier rauf gehe und da ins Logbuch, dann zeigt er mir, glaube ich, die Karte mal an, wo das hier ist, ne? So, wir gucken mal hier. Wohlverdiener, zeig uns auf der Karte an. Guck mal, das Ganze in der Nähe. Das machen wir. Gucken wir, was alles in der Nähe ist. Okay, aber wir haben einige Sachen in der Nähe. Das heißt, wir machen als erstes das hier. Ne, warte, hier war noch eins, ne? Das nehmen wir als erstes. Wohlverdiente Pause. Los geht's. Los geht's. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Spiel total langweilig findet oder nicht. Ich finde es irgendwie spannend. Ich weiß auch nicht. Die Geschichte ist platt. Aber der Reiz ist da, einfach ein besseres Schiff zu bekommen und so. Das macht schon Laune. Verdenkt. Oh, es gibt dafür Erfahrungspunkte? Na gut, das hätte ich vorher gewusst. Ich mache es natürlich jetzt jedes Mal. Wenn das Ding vorbei, ja. Ein Schatzschiff. Können wir abgreifen? Ein Eskortschiff. Vielleicht auch nicht. Doch! Das Eskortschiff ist natürlich auch nicht schlecht. Komm, das kannst du machen, was du willst. Du hast keine Chance gegen mich. Oh, Mist, daneben. Ah, er trifft mich. Mist. So gut vorbeigekommen, ohne dass er mich bekommen hat. Er haut ab. Das lasse ich nicht zu. Tut mir leid. Den holen wir uns trotzdem. Feigling. Nee, den holen wir uns.
Da müssen wir leider machen. Weil jetzt habe ich ihn schon fast platt gemacht. Kann ich ihn noch reinkommen lassen. Das geht leider nicht. Aber Angst, wie ihr seht, habt ihr Angst. Warum Kanonen für vorne irgendwie? Komm mit. Wir holen uns den noch. Wir kommen auf jeden Fall unserem Ziel auch näher, was natürlich gut ist. Ich glaube, das steuert den Hafen an, damit ich ihn da vielleicht nicht... Aber er ist schneller als wir, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ah, ist ärgerlich. Ja! Das war natürlich für uns nicht schlecht. Oh, das ist der Kartograf. Den holen wir auch nochmal. Den gehen wir nochmal hin, Mann. Ja. Ich steuere jetzt nicht gezielt alle an, aber wenn die schon auf dem Weg liegen, nehmen wir die direkt mit. Na klar, sehen wir uns wieder. So, ups. Wir haben noch ein paar Freiwillige, die wir aufnehmen können, die sich unserer verfluchten Crew anschließen können. Dort. So, hier oben müssen wir irgendwo. So, versenken wir das Ziel mal da. Oh, das ist auch ganz unstark. Die Kiel holen uns aus, wollte ich gerade sagen. Die kapern uns ja fast. Jetzt bin ich der Verlierer. Oh, das gibt's doch nicht. Oh nein. Ah, oh, das war klar. Puh. Das war auch ein ganz schön hartes Schiff, ne? Das war ein hartes Schiff. Jetzt fangen wir natürlich ganz oben wieder an. Wie viel Geld haben wir denn? 18.000. Wir können vielleicht hier was verkaufen und uns das neue Schiff schon holen. Können wir das mal machen? Wir machen das mal. Das ist ja alles. Der Markt. So, Hähnchen einfach auch. Ein bisschen Medizin. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Jetzt können wir doch hier direkt beim Markt, ach so waren wir gerade, nicht beim Markt, sondern beim Tischler, Schiff wechseln da. Also, wir brauchen diese Fleute, sagt er, ne? Wir müssen ja nach der Quest gehen, das heißt, die kaufen wir. So. Hier ist deine Fleute. Die Fleute ist das Schiff, das am geringsten für den Handel ist. Es kann vielleicht zu anderen Booten viel mehr Waren transportieren. Am geeignetsten, geringsten habe ich gelesen. Aber wir haben auch an den Kämpfen gedacht. Es hat 3 Kanonen auf jeder Seite, um feindliche Angriffe abzuwehren. Okay. Geil. Ausgezeichnet, Lucky. Luki, Mann. Da du den Tischler nur mit Gold überschüttet hast, wird er das Angebot der Eagles in Verfügung schließlich erweitern. Sie können in manchen Situationen nützlich sein. Mit deinem neuen Schiff kannst du die nächste Mission übernehmen. Um Admiral Byrne nahe zu kommen, müssen wir eine meiner alten Bekannten um Hilfe bitten. Niemand kann dir eher helfen als Madame Grace. Ihre Spione innerhalb des King Fortress können dir alles über die nächsten Schritte der Königmarine erzählen. Du wirst ihre Hilfe brauchen. Offensichtlich hatte Madame Grace ein kleines Problem. Sie war nur seit einiger Zeit für den Handel und die Herstellung von Voodoo-Material zuständig. Okay. Medikamente wurden in ihrem Teil der Welt knapp und sie sind die grundlegende Zutat für die Verjüngungstränke.
Interessant. Sie könnte also einwilligen, wenn wir ein paar Tonnen Medikamente bringen. Eine neue Flotte ist perfekt für diese Mission. Wohin ich, Madame Grace? Um euch der Welt. Sie ist die Gouverneurin der Hauptstadt der Händlervereinigung, Tortuga, weil die jedweden Warenverkehr in diesem Gebiet. Tortuga ist der Knotenpunkt des Marktes, der beste Ort für Handel in den Sieben Meeren. Er ist nicht umsonst die Hauptstadt. Richte Madame Grace Grüße von mir aus. Machen wir. Tortuga. Na, Kröte. Willst du es ausgezeichnet? Ja. So, haben wir ausgerüstet. Wir können mehr aufnehmen, sehe ich gerade. Okay. Lass mal gucken, ob wir da irgendwas reinballern können noch. Wie Gold haben wir aber auch nicht. Können wir noch nicht so viel machen. Macht aber nichts. Das nutzen wir jetzt erstmal, das Schiff. Gut, aber wir haben ja noch gescheiterte Quest. Ja, ich weiß. Pass auf, wir machen das mal anders. Wir gucken mal ganz kurz mal ins Logbuch. Gucken mal, welche Nebenquests wir noch haben. Zeig mir das mal auf der Karte an. Irgendwas hier in der Nähe vielleicht? Wohlverdiente Pause. Okay, das ist ein bisschen nicht... Was ist denn hier auf der Karte? Da, nehmen wir doch erstmal das. Und die Fax-Quest ist auch blöd, ne? Warte mal, ich will kurz gucken, ob wir hier, hier können wir auch Quests annehmen. Machen wir auch nochmal gleich, wenn wir schon hier sind. Alte Lumpen und rostige Schwerter, hilf mir, die neue Ausrüstung für meine Geisterkrut zurückzulangen, indem du den Kommandanten der Königin Marine plünderst. Machen wir. So, also für heute reicht's auch, denn wir haben ja das neue Schiff bekommen, was ziemlich cool ist. Und das müssen wir noch ein bisschen aufpimpen. Wie immer heißt es, auf die Glocke drücken und mich abonnieren, wenn ihr Lust habt, mehr zu sehen. Und wenn nicht, lasst einen Kommentar da. Warum denn nicht? Okay, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.